Was geht ab, meine Freunde, und mit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen jetzt weiter, wir müssen Graf Reusens Schatz immer noch suchen. Und dafür müssen wir die toten Briefkästen finden. Mit Hilfe von unserer Hexensinn. So, wir hatten da ja letztes Mal so ein paar Dingens bekommen, so ein paar Hinweise, wie man sich mit den Dude treffen kann, der dem die ganze Information gibt. Und hier haben wir so einen Briefkasten. Sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. So, okay. Finde dich um Mitternacht am vereinbarten Treffpunkt ein. Also dafür müssen wir erstmal hier rumlaufen jetzt. Okay. Das war ja jetzt erstmal nur der Briefkasten für das Signal, damit jetzt der Spion auftaucht. Und dann hauen wir den mal aufs Mützchen, wenn der uns nicht sagt, das, was wir wissen wollen. So, aber erstmal müssen wir jetzt zum Mittag, oder müssen wir da zu dem Treffpunkt hingehen. Und das vor Mitternacht da sein. Oder vor Mitternacht müssen wir auf jeden Fall da sein. Ich meine, gut, wenn nicht, dann meditieren wir eben eine Runde. Alter, das ist noch 160 Meter weg. Ich hätte eigentlich meine Plätze rufen können, ja. So, wir rufen mal das Vieh. Er kann ja auch mal wieder ruhig einen Einsatz hier kriegen. Komm her, Plätze. Hier. Bei Fuß. Super. Geht doch. So. Nochmal los. Los, los. Auf geht's, ab geht's. Aber mich wundert das ein bisschen, dass wir den Treffpunkt außerhalb der Stadt haben. So, ein bisschen schneller hier. Ui, wir haben nicht die ganze Nachtzeit. Hier lang. Da ist ein Händler, aber den brauche ich jetzt nicht. So, okay. 40 Meter noch. Hier in dem Haus soll er sein. Okay, absteigen. Absteigen. Geht doch. Steck mal die Waffe wieder weg. Wie sieht das denn aus? Hallo. Wegstecken. Wegstecken, habe ich gesagt. Okay. So, dann gehen wir mal hier rein. Jetzt nur noch verstecken und warten. Oh, erstmal looten wir, ne? Dann verstecken wir uns. Genau, weil der Typ hat ja irgendwie was damit zu tun gehabt. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Kacke, was war das jetzt? Was habe ich da gelootet? Inventar? Glühendes Erz. Okay. Glühendes Erz, alles klar. Okay. Der hat ja auch dem Sigi, oder beziehungsweise wir sind ja jetzt hier wegen dem Sigi Reusens Schatz und der Spion. Der hat dem ja irgendwie dabei geholfen. Soll ich mich hier drunter verstecken oder was? Hinter der Tür. Das beste Verstecken. Ach, hinter der Tür. Klassiker. Ach, der will sich nur auf den Eimer draufsetzen. Ich hab gedacht, der will sich jetzt irgendwie mit einem Zaubertrick unter den Eimer zaubern. Das ist eine Frau. Aha. Guck mal, die kennen wir doch. Die Triss? Triss? Woher wusstest du? Ah, Dijkstra. Wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein. Mit Tricks. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Er kommt. Versteck dich. Er dreht erst mal flirten. Ja, der sieht aus wie ein Händler, Alter. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Ach, glaubst du? Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Ach so. So redet man nicht mit einer Dame. Ich bin nicht den harten Kerl. Das ist es nicht wert. Machen wir das mal. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe. Komm, gib denen eine, Geralt. Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. Aua. Es gibt, glaube ich, gekochte Eier. Verpisst euch. Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Nicht reagieren. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch.
Ja, aber töte den nicht. Genug! Bitte. Ach, die schockt den komplett. Ich hab gedacht, die macht das nur mit den Klötzen. Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt nochmal? Ah, ich suche Rittersporn. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Okay, dann... genug? Ich will dir nicht genug. Na gut, machen wir das auch nochmal eben. Wo hat Menge Siggi Reubens Schatz versteckt? Der Auftrag war ja auch noch da. Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Naja, gut, okay. Ja, na, für wen arbeitest du? Juckt mich eigentlich nicht, ne? Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Naja. Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Tod. Töte ihn. Er hätte genauso gut mit Menge Scheiterhaufen auf dem Platz errichten können. Er verdient den Tod. Aber ich habe euch geholfen. Aber erst nach Zwang. Wichser. Jetzt können wir den auch looten. Du hast heute wirklich deine Krallen gezeigt. So siehst du es also. Ich würde sagen, heute habe ich bewiesen, wie wenig ich mich von diesen Schweinen unterscheide. Ich, wieder falsche Antwort. Abtun. Ich will nach Hause baden und trinken. Baden? Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Okay. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Alles klar, wir dürfen wieder zu Priscilla. Da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Ah, sehr. Komm ich vorbei. Aber können wir den erstmal noch looten? Bote der Hexenjäger. Sieht lebendig aus. Lol. Wie sieht lebendig aus? Okay, davon habe ich was vergessen. Ah, zerbrochene Hake, Alter. Eine lebenswichtige Angelegenheit. Okay. Ist der jetzt wirklich noch am Leben, oder was? Ich will irgendwie machen. Man geht hier drin nicht. Schade. Okay. Gut. 300 Meter laufen. Hau mal rein. Da ist die Plätze. Plätze. Wir reiten nämlich jetzt wieder. Weil 300 Meter ist mir definitiv zu weit zu laufen. Okay, wir müssen jetzt wieder zu der Priscilla. War jetzt Priscilla die Transe? Dieser Transgender, oder war Priscilla die Hafensängerin da? Also die Kneipensängerin. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wer von denen was war.
Aber ist ja auch egal. Ich kann hier nicht sprinten. Alter, was? Ist ja kacke. Ah, egal. Wir sind ja nicht mehr so weit weg vom Ziel. Okay, ja, ansonsten, die Dings, die wollte uns wahrscheinlich wieder so Nebenaufgaben geben. Die Triss. Aber ich denke mal, ich will erstmal die Hauptquest weitermachen. Ich meine, andersrum, wahrscheinlich können wir die vielleicht auch wieder flexen, ne? Und dann will ich ja eigentlich gar nicht mal missen, ne? Warum ist die Mucke jetzt so komisch? Und was ist mit der? Betrunkene. Können wir die mitnehmen? Nicht einfach so eine besoffene Alte in der Ecke, ey. Übel. So, alles klar. Okay, da war die Hafensängerin. Ich sprich mit Priscilla. Ja, wo ist die Alte? Da drüber. Ah ja, genau. Ah! Oh! Ich finde das immer so geil, wenn die dann immer so stöhnen. Achso, wir sind wirtschaftlich abhängig von den Schwarzen. What? Ist er nicht der Pirat? Ne. Lol, der sah gerade erst so genauso aus wie der Pirat. Okay, und geht zur Rapuppe. Let's go. Geralt! Ja! Rittersporn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Naja, aber funny. Aber wir kriegen ihn da schon raus, keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Ja. Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, wie? Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Wieder. Er könnte was wissen. Und jetzt? Ah, nein. Sag mir, du und Rittersporn. Ja, bei einem Maul. In und tatsächlich, zunächst... Zunächst? Nun, nur... Ja, ist ja gut jetzt. Nein. Oh, dass die so eine riesen Sache rausmacht. Alles okay, gut. Ich habe gedacht, die sagt mir jetzt, wo ich Dudu finden kann. Okay, die Quest hat sich schon wieder aktualisiert auf den Dingen von wegen finde oder gehen nach Skillige. Da will ich ja nicht. Finde Hurensohn. Finde das Versteck von Hurensohn Junior. Finde Hurensohn Juniors Casino. Besuche die Arena von Hurensohn Junior. Achso, die Sigi Räuvens Dings war. Den habe ich ja immer noch nicht. War eine Nebenquest, ne? Erzähle dem Wachhauptmann von den Fechtstunden? Achso. Die Banden von Novigrad, sprich mit Hacker. Meisterlicher Rüstungsschmied, ja, das ist hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Undwig. Da war das mit dem Dings, glaube ich. Ach ne, das mit dem Dings war. Ne, war was anderes. So, Schatzen. Okay, Level 17. Finde. Und erkunde die Passage der Tempelinsel. Okay, die Passage kann ich später erst machen. Aber diese Katzenschuhrüstung, die ist, glaube ich, mega gut. Die muss ich auf jeden Fall gleich mal verfolgen. Okay, also dann. War jetzt eigentlich von den Nebenquesten die Scheiße, die ich noch nicht angenommen habe. Dann müssen wir jetzt das hier eigentlich machen, ne? Wäre jetzt die nächste Hauptquest. Okay, dann nehmen wir die jetzt. Also mit Dudu finden habe ich jetzt gar nichts gefunden, questtechnisch. Warte, ich gucke nochmal, das kann ja irgendwie nicht sein. Irgendwo muss er, oder warte mal, ich gehe jetzt erstmal raus, ob sich die Quest dann irgendwie noch aktualisiert. Weil ich habe da jetzt nichts von Dudu gefunden, beziehungsweise. Ja, Dudu musste ich finden. So. Jetzt gucken wir nochmal eben wegen Dudu. Nein, nicht Weltkarte, nein. Da, Quest. So, okay, Hauptquest ist nur noch das. Dafür muss ich erstmal die anderen beiden Orte noch suchen. Dann finde ich Hurensohn. Reiseziel Skillige und das sind dann die Nebenquesten. Da ist dann nur von wegen mit dem Passierschein. Gwind lasse ich erstmal komplett weg. Trifft Triss. Trifft Triss. Fechtunterricht kann ich gleich auch irgendwo kurz nebenbei machen. Sprich mit Hacker. Das ist das mit Unfick. Das ist, glaube ich, irgendein Ort, wo ich noch nicht war. Ja, Schatzsuche ist nochmal was ganz anderes. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal da die Hurensohn-Quest machen.
Und dann gehen wir zu, genau, wenn wir die Hurensohn-Quest fertig haben, gehen wir, nach Triss. Ne, dann gehen wir erst zu den, halt deine Fresse. Zu dem, mit dem Fechtunterricht. Der Wache muss ich da ja Bescheid sagen. Und dann gehen wir zu Triss Merigold. Da liegt noch so eine besoffene. So, okay, 70 Meter noch. Mann von Hurensohn. What? Was denn? Was ist mit dir, Junge? Zack. Einfach mal auf offener Straße so ein Bitchfight hier angezettelt. Und geht, wann haben die Kronen? Hühnerbein. Yay. Also kommen wir dem Dings auf jeden Fall schon mal näher. Hurensohn Junior. Ne, hier bin ich falsch, aber hier kann ich noch was looten. Wasserflasche. Oh toll, das war's. Wow. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Ich muss hier lang. Mann von Hurensohn. Oh. Okay, warum wollten die sich jetzt nicht mit mir prügeln? Die anderen beiden wollten sich prügeln, die nicht. Finde ich ein bisschen eigenartig, wenn da beides Männer von Hurensohn waren. Okay, ich wusste, dass wir hier irgendwo was looten können. So, können wir hier noch weiter hoch? Also ja, sieh. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Hier ist der Speicher von dem. Räumen wir erstmal die ganze Hütte leer. So. Lag da noch was hinter? Was ja? Guck mal, die Kiste, die haben sie gut versteckt. Oh lol. What the fuck? Ich kann mich da auch an so Dinger hochziehen, Alter. Oh. Nice, tanzender Stern, Kavallerie-Handschuhe. Nein, sehr schön. Geile Klamotten gefunden. Also so kleine Kisten sind schon teilweise gut versteckt. Ne? Jetzt gucken wir mal eben, ob die Handschuhe auch besser sind. Ich habe hier auch immer noch eine Waffe drin. Die letzte Waffe, die wollte ich noch verkaufen. Ah, die sind schlechter, die Handschuhe. Schade drum. Haarzeichen. Naja, gut, okay. Schade, aber sind leider ein bisschen schlechter. Steck mal die Axt wieder weg. Ja, wie sieht denn das aus, ey? Wenn hier die Anwohner kommen. Dann sieht das so aus, als wenn ich die überfallen würde. So, okay. Ab geht's zum Hurensohn. Oder ist ein fetter Fisch? In einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Aber wo muss ich denn lang jetzt hier? Götter. Jetzt sagt er mir doch, ich muss hier rum? Irgendwie ist das gerade verwirrend. Bin ich gerade zu weit gelaufen oder was? Oh, ein Bandit. Ey, Junge, bleib hier. Hallo. Du sollst hier bleiben. Dreckiger Bandit. So. Oh, Rasiermesser, das nehmen wir mal mit. Und gegrilltes Hühnerbein. Abgeschlossen. Schade, Schokolade. Warte mal, da war doch hier so ein komisches Fass, ne? Kann ich das. Ups. Kann ich das kaputt machen? Und jetzt da hoch? Nein. Okay, schade. Ich hab gedacht, da ist vielleicht dann auch noch mal so ein Versteck. Also hier haben wir ja auch noch mal einen Bettler erschlagen. Eine Tabakpfeife noch. Fehlender Langschwert. Urkunde. Urkunde? Lesen. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Zitnek im Ring zu kämpfen. Ich will nicht Zitnek sein.
Quest aktualisiert, Hurensohn Junior. Okay. Hier lang. Okay, hier. Schon gehört? Okay. Man hat Hackers Haus geplündert. Wurde er getötet? Sei kein Idiot. Hacker ist nicht von gestern. Es ist kein Durchgang. Ach so. Und häng hier nicht rum. Alter. Warum sind die eigentlich immer so frech? Da hatte wohl irgendeiner seine Periode gehabt. Ich will das looten. Ich kann das nicht looten. Warum kann ich das nicht looten? Komisch. Wer ist er? Naja, ich mache dir mal das Licht aus und plündere dich mal ein bisschen. Okay, gut, nach oben. Na komm, wir gehen auch noch nach oben. Ah, ich bin immer so ein Loot-Geier, ne? Ich kann halt einfach nicht aufhören damit, ne? Okay. Ich kann halt nirgendwo einfach so rumrennen, wenn ich weiß, von wegen da könnte noch Loot sein oder da ist noch Loot. Und dann einfach weggehen. Das geht einfach nicht. Kann ich nicht. Ich weiß nicht warum. Das ältere Buch. LOL. Die sagst du ja gerade nicht. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie was Fettes. Okay. Mir gerade die Frau ein bisschen Angst gemacht, weil die so zum Fenster geguckt hat. Und meistens, wenn die den Blick drauf hat, dann ist da irgendwie eine Spinne oder so. Und da ich ja Angst habe vor Spinnen. Hä? Da gehe ich steil. Muss ich mal wegrennen. Gewitter. Was sagst du? Gewitter ist genauso schlimm. Ach, Gewitter ist was für Kinder. Aber Spinnen, mit denen ist nicht zu spaßen. Was ist mit der, Alter? Komm, ich will da looten. Das ist hier nämlich eine fette Apotheke, quasi wie so ein Krankenhaus. Hier ist alles an Heilungszeug, was man so haben will. Okay, letzte Zimmer und dann gehen wir Hacker verprügeln. Wobei, war ja gar nicht Hacker, dann gehen wir den Hurensohn suchen. Hier war da gerade noch was mit X. Okay, dann nicht. Zerbrochene Hake und abgeschlossen. Oh, diese ganzen Türen, die hier abgeschlossen sind, ne, die werde ich dann nie wieder finden. Denke ich. Vor allem die Frage wäre, wann kriege ich mal einen Schlüssel dafür? Uff. Warum musst du mich belästigen? Ich belästige dich nicht. Du belästigst mich. Beruhige dich. Du bist doch Maul, ich bin ruhig. Was ist das für ein Arzt, Alter? Guck mal, wie er aussieht. Er sieht aus wie so ein dreckiger Bandit. Und wer soll Arzt sein? Ich bin ruhig, Junge. Er fuhr die Schweinsmaske auf. Ah. So siehst du, es ist offensichtlich, dass du dir mal dein rechtes Bein gebrochen hast. Ja, weiß ich nichts von. Okay, Leute. Kurz Tacho, okay. Wir haben gut Zeit rum. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter, wenn wir dann mal zusehen, dass wir da in der Casino reingehen. Beziehungsweise die Arena ist das. Okay, dann gehen wir hier in die Arena. Warte mal, jetzt bin ich wieder hinten. Rückseite. Dann werden wir mal hier in die Arena gehen und die ganzen Dudes mal verprügeln und gucken, ob wir den Hurensohn finden, ne? Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.